fühle, und ich meine, ich kenne das ja auch selber von mir, dass wir uns häufig in so einer Bubble befinden, in unserer eigenen kleinen Welt, wo wir denken, naja, gut, das ist meine Komfortzone, das ist das, was ich kenne, das sind meine Routinen, in denen ich mich befinde. Und plötzlich passiert ein Ereignis, aber nicht nur mir, sondern plötzlich passiert ein Ereignis überall auf der Welt, aber jeder sieht es durch seine eigene Brille. Und was können wir denn jetzt gerade an diesem Punkt, wo eine Sache passiert, die uns alle betrifft, für uns selber tun? Was glaubst du, damit wir diese Sicherheit nicht verlieren in uns? Ja, ich versuche da mal ein bisschen kurz auszuholen, zumindest um die Zusammenhänge, glaube ich, noch mal ein bisschen herzuleiten, weil ich glaube, dass das, was wir momentan gerade erleben, tatsächlich schon viel, viel früher losgeht. Und vielleicht sogar schon sehr, sehr, sehr früh, also weit vor dem wir jetzt zumindest mal in dem Körper auf dieser Welt, in dem Leben waren, tatsächlich, weil wenn du einfach mal auch die Geschichte zurückgehst, ein paar Jahrzehnte, auch vielleicht sogar ein paar Jahrhunderte, da musst du feststellen, dass wir Menschen ja eigentlich durch das Denken, das wir mittlerweile haben, also durch das Denken über Erfolg und auch durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir einfach versuchen, erfolgreich zu sein, wir haben uns dadurch eine Welt ja auch erschaffen im Außen, die mittlerweile, ja, im Jahr 2021 ein Level an Wohlstand, an materiellem Wohlstand, an Komfort und so weiter und eigentlich somit auch an Sicherheit gebracht hat, das einzigartig ist in der Weltgeschichte. Das heißt, wir waren noch nie auf so einem hohen Wohlstandslevel. Uns ging es noch nie im Grunde genommen so gut, sage ich jetzt mal, global gesehen und auch jetzt, wo ich jetzt gerade bin, noch im deutschsprachigen Raum, wie momentan. Und trotzdem, glaube ich, kann man feststellen, dass die Menschen trotz allem nicht wirklich glücklicher geworden sind an vielen Stellen. Und vor allem auch nicht friedlicher geworden sind. Und das ist interessant, weil im Endeffekt haben wir heute einen Zustand, wo ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland bessere Lebensumstände hat als die großen Könige im Mittelalter. Das heißt, er hat immer fließendes, reines Trinkwasser. Der hat eine Vielzahl an der Auswahl von Nahrungsmitteln zu jeder Zeit verfügbar. Er hat eine medizinische Versorgung, er hat ein warmes Dach über dem Kopf. Er hat alles. Und trotzdem hat es nicht zu dem geführt, was wir ja eigentlich immer suchen. Ja, dieses Lebens. Wir suchen ja eigentlich ein Lebensgefühl tatsächlich. Und da müssen wir feststellen, dieses Erschaffen des äußeren Wohlstands war zwar wunderbar, aber der innere Wohlstand ist nicht mitgewachsen. Und viele Systeme, und das merkt man, glaube ich, in der Welt, sind so ein bisschen, also viele Systeme haben ja Ablaufdatum erreicht, nenne ich das immer. Das heißt, wir merken ja, dass viele Systeme mittlerweile auch wanken, weil wir die Dinge natürlich immer weiter aufeinander stapeln. Und das ist dieses Additionsprinzip. Wir haben das irgendwo mal gelernt, dass wir gedacht haben, okay, wir müssen immer irgendwo was hinzufügen, damit wir irgendwann mal dann an einem Punkt sind, wo es dann irgendwann mal reicht. Dann sind wir mal angekommen. Ne? Also es reicht nicht eine normale Schulbildung, brauchst mindestens ein Abi. Dann reicht es nicht, eine Ausbildung zu machen, musst irgendwas studieren. Dann am besten ein zweites Studium, nicht Bachelor, sondern Master. Ne? Du brauchst nicht einen normalen Job, sondern musst aufsteigen, musst Führungskraft werden, brauchst nicht ein Auto, sondern ein richtig gutes, ein sportliches, dann ein zweites Auto, dann natürlich auch nicht eine Wohnung, sondern ein Haus. Also wir versuchen immer aufzustapeln und stellen irgendwann fest, Besitz belastet. Vor allem nicht nur der materielle Besitz, sondern alles, womit ich mich identifiziere, was ich also glaube zu sein, also wenn ich das, was ich habe, glaube, dass ich das bin, dann wird es auch irgendwann zur Belastung, weil ich mich daran binde. Ja, wenn ich glaube, ich bin mein Beruf, ja, wenn ich glaube, ich bin mein Körper, ich bin mein Verstand, ich bin dieses und jenes, dann wird es auch zu einer Form von Besitz. Und das ist etwas, was uns lähmt, das ist das, was uns schwer macht im Leben. Und jetzt haben wir natürlich dieses kleine Virus, das die ganze Welt einmal komplett auf den Kopf stellt und das uns eine Lektion lernt. Es lernt uns ehrlich gesagt mehrere Lektionen, aber eine Hauptlektion, es dreht dieses Additionsprinzip auf den Kopf. Und ich glaube, das habe ich in diesem Buch, das du schon angesprochen hast, das heißt Die mentale Revolution, zufällig habe ich sogar eins da. Ja, genau. In dem Buch habe ich das auch beschrieben, unter anderem. Das ist, glaube ich, ein Schlüsselprinzip auch für jetzt und auch für die Zukunft. Das ist das Prinzip der Subtraktion. Das heißt, wir werden jetzt dazu gezwungen,
tatsächlich, Dinge loszulassen. Uns werden auch Dinge genommen, ohne dass wir was dagegen tun können. Also uns werden ja teilweise Grundrechte genommen, Freiheiten genommen. Ja, der Job, die Möglichkeit zu arbeiten, uns wird ganz viel genommen und das mögen Menschen überhaupt nicht. Ja, dieses Loslassen müssen jetzt an vielen Stellen. Wir kommen also aus dieser Durchhalten, dranbleiben, never give up Mentalität. Und jetzt müssen wir loslassen. Und sehr lustig, ne? Früher haben die Leute gejammert, dass sie arbeiten müssen. Heute jammern sie, dass sie nicht mehr arbeiten dürfen. Also es gibt ja immer wieder dann neue Herausforderungen, aber das ist jetzt die Aufgabe. Ich glaube, ein Prinzip für Glück, das ist ja dein Spezialthema auch, ist das Prinzip der Subtraktion, zu merken, du kannst mir alles nehmen, was ich habe, aber du kannst mir nicht nehmen, wer ich bin. Und da liegt, glaube ich, das große Glück eben dann auch dran. Wow, ja, viel Wahres in all diesen Worten. Und was mache ich jetzt mit diesen Worten? Woher, wie finde ich heraus, wer ich denn dann bin, wenn das mein Schlüssel zum Glück ist? Das ist so eine coole Frage und ich habe tatsächlich jetzt in 2020 für mich da eine Antwort gefunden, wie man sich dem nähern kann, weil das ist eine Schlüsselfrage. Ja? Es gibt ja nicht so viele Schlüsselfragen im Leben. Die meisten haben irgendwie damit zu tun, so was ist mein Lebenssinn, wer bin ich eigentlich, ja, und wer bin ich nicht und so weiter. Und da ist vielleicht der Ansatz, dass wir das mal vielleicht auf den Kopf stellen. Ja, viele Leute stellen sich ja die Frage, was will ich denn? Ja, und es ist so schwer für einen Menschen, in irgendwas hineinzudenken, was er haben will. Wir sind im negativen Denken ja besser. Das heißt, vielleicht kannst du erstmal die Frage stellen, was will ich denn schon mal nicht? Ja, und wenn ich mir die Frage stelle, ja, wer bin ich denn eigentlich? Dann kann ich mal, und das ist eine ganz praktische Übung tatsächlich, die kann man jeden Tag auch mal 2, 3 Minuten machen. Am besten übrigens, ist meine Erfahrung, vom Einschlafen mache ich die am allerliebsten. Diese paar Minuten vom Einschlafen lege ich mich ins Bett. Und dann überlege ich mal, okay, was kann ich jetzt alles wahrnehmen? Okay, ich nehme wahr meinen Körper, okay, mein Herzschlag, dieses, oh, ich nehme meine Gedanken wahr, ich nehme wahr, dass ich auf dem Bett liege, ich nehme meine Bettdecke wahr oder dieses. So, ich nehme alles Mögliche wahr, draußen ein Geräusch und alles das, was ich wahrnehme, bin ich schon mal nicht. Weil das, was du hörst oder was du siehst, kannst du ja nicht sein. Ja? Auch deine Erfahrungen, deine Gedanken, die kannst du haben. Aber das kann es ja nicht sein. Das sind alles Ansammlungen. Ja? Materie, materielle Dinge hast du angesammelt. Alles, was du ansammelst, kannst du nicht selber sein. Das hast du ja. Ja? Du hast ja genauso ein Auto, das bist du ja nicht. Sondern du hast ein Auto, du hast einen Verstand, du hast einen Körper. So, und wenn du so mal Schritt für Schritt durchgehst, dass du sagst, okay, ah, okay, meine Bettdecke kann ich wahrnehmen, bin ich schon mal auch nicht. Ah, mein Verstand kann ich gerade wahrnehmen, bin ich schon mal auch nicht. Und wenn du alles nach und nach mal wegnimmst von dem, was du nicht bist, bleibt am Ende des Tages das übrig, was du bist. Und das ist eine super spannende Übung, das mal für ein paar Minuten zu machen, dass du mal praktisch so Zwiebelschicht für Zwiebelschicht wegnimmst, weil du irgendwann merkst, ja, was bleibt denn eigentlich übrig? Und das ist eine ganz, das kann man dann nicht mehr begreifen. Weil es ist ja auch nichts Greifbares mehr. Das kann man auch übrigens leider nicht in Worten ausdrücken, sondern das kann man nur noch fühlen. Und das ist eine faszinierende Reise. Und hattest du für dich auf dieser Reise, auf dieser Erkenntnisreise, wo wir uns, glaube ich, alle befinden in unserem Leben, hattest du für dich Lehrer oder Guides oder wer inspiriert dich dazu, in diese Richtung zu gehen, unabhängig jetzt, sage ich mal, von Corona? Weil stell dir mal vor, wir hatten diese Lehrer nicht in unserem Leben. Aber jetzt kommt zum Beispiel dieser Virus und der könnte, wenn er gerade nicht unser Freund ist, was er glaube ich nicht ist, unser Lehrer sein. Das heißt, er könnte für uns alle ein Lehrer sein. Was waren so deine anderen Lehrer, bis auf die Situation, die jetzt gerade passiert ist, die dich begleitet haben, eben all diese Dinge ja auch zu finden? Ach, da gibt es ganz, ganz viele, ehrlich gesagt. Da würde ich auch eher wieder umdrehen, wer ist denn nicht mein Lehrer? Ne? Also genau genommen ist tatsächlich alles der Lehrer. Es gibt so ein paar besondere Personen,
von denen, die mich vielleicht am meisten auch geprägt haben über die letzten 10, 15, 20 Jahre. Also mein Lieblingsmensch tatsächlich dazu ist Kurt, mein Mentor Kurt Tepperwein, ist bestimmt vielen auch bekannt. Das ist wie ein enger väterlicher Freund, bei dem ich auch immer wieder zu Hause bin. Wir tauschen uns über ganz viele Dinge aus. Einer der ganz wenigen Menschen, die ich kenne, die wirklich auf einem ganz hohen Level nicht nur erwacht sind, sondern ich möchte fast sagen, wirklich erleuchtet ist. Also das ist ein Wesen, ein Mensch, sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr inspirierend, ganz, ganz toller Typ. Und der hat mir am meisten geholfen, auch selbst ins Bewusstsein zu kommen und mich zu lösen. Ich bin gestern, wir haben uns gestern knapp verpasst, ich glaube, du warst gestern auch auf Clubhouse oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Da bin ich in einem Raum gefragt worden, was denn eigentlich momentan so meine größten Ängste sind, ja, oder die größte Angst. Das war ein Raum, da ging es um Ängste, Nervosität und so weiter. Und dann hat mich jemand gefragt, Steffen, was ist denn deine größte Angst momentan? Und normalerweise ist das eine Frage, die ist sehr einfach für mich in meinem Leben zu beantworten gewesen, weil es gab immer ziemlich viele Ängste und Zweifel und so weiter. Also da hatte ich nicht zu wenig. Und ich war gestern wirklich fassungslos, weil ich konnte keine Antwort mehr geben. Weil ich wirklich durch 2020 und durch diese Bewusstseinsarbeit, ich möchte nicht sagen, ja, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, frei von Ängsten geworden bin, aber in großen Teilen tatsächlich ja. Wenn du mich fragst, was ist meine größte Angst? Ich kriege da keinen wirklichen Zugriff mehr drauf. Ja. Also ich gehe sehr sorgsam mit den Ängsten meiner Mitmenschen auch um. Also ich kann das schon fühlen, ich kann das schon wahrnehmen. Ich kann mich da reinbegeben, aber selbst in mir ist es nicht mehr, weil ich wirklich auf diesem täglichen Weg bin, mich nicht mehr zu identifizieren oder mich immer weniger zu identifizieren mit diesen Dingen. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, wenn du dich damit nicht identifizierst mit diesen Dingen, sondern sie einfach hast. Ja? Und deswegen habe ich ja trotzdem meinen Körper, deswegen habe ich ja trotzdem meinen Verstand, deswegen habe ich ja trotzdem auch ein Auto und einen Beruf und ein Haus. Das kann ich ja trotzdem haben. Mir muss es nur bewusst sein, dass ich es habe und dass ich es nicht bin. Dass ich mich also nicht dran binde. Weil in dem Moment, wo ich mich nicht dran binde, kann ich es auch wieder gehen lassen. Dann nehme ich es nicht zu wichtig. Dann wird es nicht ein Teil von mir sozusagen. Und dann habe ich auch eben keine Angst, es zu verlieren. Und die meisten Ängste sind Verlustängste in irgendeiner Form. Ja? Vielleicht sogar alle Ängste sind Verlustängste, weil am Ende des Tages ist es ja auch oft eine Todesangst. Mehr unterbewusst in verschiedensten Formen. Und wir haben ja auch Angst, das Leben zu verlieren, was wir ja auch nicht haben. Wir haben kein Leben. Wir sind das Leben. Das ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ja, also Kurt hat mir dabei geholfen, in diese Praxis zu kommen, in diese Bewusstseinspraxis zu kommen, sich davon zu lösen und somit selbstbewusster zu werden. Ja. Da waren gerade so viele Dinge, wo ich so mich mit dir verbunden fühle, auch auf dieser Reise, glaube ich, auf der wir sind. Und ich weiß, auch viele, die jetzt gerade zuhören, haben schon, sage ich mal, in ihrem Leben Momente gefühlt, wo sie vielleicht über bestimmte Dinge drüber gestolpert sind, dass sie gemerkt haben, oh ja, jetzt wird das irgendwie hier weiter, dadurch, dass weniger Ängste da sind. Und ich glaube, so wie du auch gerade gesagt hast, jede Angst ist irgendwo eine Verlustangst, auch eine Bindungsangst ist eine Verlustangst. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in dem, sag ich mal, Stadium, in dem du dich befindest, oder Kurt, oder generell Menschen, die sich so frei machen, ne? Freimachen von Ängsten, freimachen von generell Anhaftungen. Wie ist das in Beziehungen? Denn das ist auch eine Frage wirklich persönlicherseits, weil ich, wie gesagt, ich mich sehr damit identifizieren kann. Und auch ich stehe in meinem Leben an einem Punkt, wo ich merke, oh Mensch, ich komme ja echt super an sich zurecht. Ja, das ist ja alles hier. Ich fühle mich verdammt wohl und auch in einer Beziehung tief zu gehen. Aber für mich persönlich ist es schon wichtig, dass ich mit meinem Partner da auch auf einer Ebene wirklich mich verbinden kann, wo der Partner halt auch irgendwo auf dieser selben Reise ist. Wie wichtig ist das, dass wenn ich in Beziehung gehe, dass wir uns genau auf dieser Ebene begegnen können? Wie funktioniert das in Beziehungen, wenn wir so frei sind?
Also ich glaube, also meine Erfahrung ist dazu, ich weiß nicht, was die Wahrheit ist, aber also meine Wahrheit ist dazu, das ist, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen hart an, aber Beziehung ist nicht dazu da, sich selbst zu verwirklichen. Also das heißt, es gibt ein tolles Buch, das ist vielleicht eine eben die mentale Revolution, vielleicht ein echt toller Buchtipp. Das Buch heißt, habe ich, warte, muss ich mal kurz schauen. Ja, ich habe es sogar tatsächlich auch hier. Kann man auch mal für ein anderes Buch mal Werbung machen. Lieben heißt Wollen vom Holger Kunze. Das ist das beste Beziehungsbuch, das ich jemals in meinem Leben gelesen habe. Das ist, und ich habe viele gelesen. Das ist fantastisch. Und der beschreibt es wunderbar auf den Punkt, dass es in der Beziehung nicht darum geht, die eigenen Bedürfnisse oder die eigene Selbstentwicklung zu unterstützen, sozusagen. Also das passiert natürlich trotzdem, aber am Ende des Tages, ich versuche mal vielleicht ein anderes Beispiel zu bringen, dann wird es vielleicht ein bisschen greifbarer und klarer, sonst rede ich zu abstrakt an manchen Stellen jetzt. Ich habe Kurt vor ein paar Monaten mal gefragt, er hat gesagt, naja, und es ist ja, es geht im Leben ja nicht darum, gut zu sein oder irgendwas zu schaffen oder möglichst vielen Menschen zu helfen, sondern das Leben ist ein Spiel und es geht einfach nur ums Leben und so weiter und wir haben viel zu viele Ziele im Kopf und so. Und da habe ich mal gedacht, und jetzt habe ich dich, jetzt hast du dich endlich mal selbst widersprochen. Ne? Da habe ich gesagt, ja, aber Kurt, warum hilfst du denn dann seit 50, 60 Jahren so vielen Menschen? Warum hast du denn dann 140 Bücher geschrieben? Warum hast du denn so ein Unternehmen aufgebaut? Warum gibst du denn jeden Tag noch Interviews und versuchst viel Reichweite zu kriegen, wenn es doch gar nicht ums Helfen geht? Warum hilfst du denn dann den anderen so? Und dann guckt er mich an und sagt, Steffen, es gibt keine anderen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwo so eine volle Realität, so eine Wahrheit, weißt du, hast du schon so fix und fertig und der sagt nur einen Satz und bums, war mein ganzes Konstrukt, mein mentales zerplatzen. Ich saß da, ich konnte nichts mehr sagen. Ich war vollkommen schockiert von dieser Antwort und das war auch das Ende des Gesprächs an der Stelle erstmal. Wir haben mit per Zoom gesprochen dann auch und wir haben uns dann bloß noch verabschiedet und gesagt, darüber muss ich jetzt mal nachdenken. Aber der Satz ist geil. Und das ist vielleicht so ein bisschen die Verbindung zu deiner Ursprungsfrage. Es gibt keine anderen. Also diese Frage, die haben wir natürlich in der Beziehung immer wieder, weil wir durch den anderen natürlich auch an unsere eigenen Befindlichkeiten, an unsere eigenen Grenzen und Programme und Themen ja auch stoßen. Und der Punkt ist natürlich, im Außen kann man sich überlegen, möchte ich mit einem Menschen dieses Leben jetzt teilen oder nicht, oder in welcher Form wollen wir überhaupt zusammenleben oder nicht. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch immer darum, vielleicht zu erkennen, alles im Leben ist Botschaft. Und wenn ich so eine Emotion habe oder da jetzt irgend sich so eine Lebensfrage einfach für dieses Leben auftut, dann heißt es nicht, dass ich das mit diesen Menschen vielleicht in der Form hier jetzt ausleben muss, aber es ist eine Botschaft. Und am Ende des Tages ist ja trotzdem alles mit allem verbunden. Wir sind ja alle miteinander verbunden, weil es eben alle eigentlich gar nicht gibt, weil alle ja eigentlich eins ist. Es gibt keine anderen. Ich kann es nicht anders sagen. Dieser Satz von Kurt ist so entlarvend. Und am Ende des Tages, glaube ich, ist es schon wichtig, dass wir die Botschaften bearbeiten und weniger die Beziehungen. Weißt du, was ich meine? Also auch eine Beziehung ist ein Konstrukt, das wir geschaffen haben. Dem geben wir eine bestimmte Form. Ja, das ist ein Haus, ein Hund oder ein Garten oder halt auch nicht. Ist eine Fernbeziehung oder nicht. Man ist verheiratet oder nicht. Aber das sind alles Formen, die wir Menschen den Dingen geben. Am Ende des Tages geht es um das auch nicht. Ja, das kann man zwar trotzdem machen, das ist vollkommen in Ordnung. Wir leben in einer materiellen Welt, wir brauchen auch eine Form. Ja, ist zumindest meine Überzeugung, dass wir irgendeine Form ja brauchen. Weil auch dem Ganzen keine Form zu geben, ist ja wieder eine Form. Aber am Ende des Tages geht es um das, was da dahinter steckt, ein Stück weit. Und ich glaube, wir sollten uns mehr um Botschaften kümmern als um die Form des Ganzen. Und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, dann findet sich die Form auch von alleine. Also die Frage ist immer die Emotion, die da in mir auftaucht, was möchte die mir denn eigentlich über mich sagen an der Stelle, ja. Und dann fügt sich der Rest von ganz alleine. Wow. Gut, danke an dieser Stelle.
Gut, das war Steffen Kirchner. Das ist also tatsächlich, das macht gerade einiges in mir. Und ja, gerade im Moment, ja, fühle ich genauso, fühle ich auch. Also dieses, für mich ist es tatsächlich eins. Meine Frage ist halt, wo sind Grenzen, die für mich aber, und das ist die Arbeit, auf die ich mache, das heißt bei mir das Dach auch über meiner Firma, über dem ganzen, das ganze Konzept ist Community. Das heißt, Grenzen aufzulösen, weil ich nie persönlich verstanden habe, warum es Ländergrenzen gibt. Ich persönlich habe nie verstanden, warum wir unterschiedliche Sprachen sprechen. Macht für mich keinen Sinn. Für uns, also für mich persönlich macht eine World Federation Sinn. Das heißt, dass wir wie bei Star Trek quasi alle eins sind. Das macht für mich Sinn. Es macht für mich keinen Sinn zu sagen, naja, gut, so und jetzt fahre ich über die Grenze rüber von Deutschland in die Schweiz. Warum? Und allein in der Schweiz, wie viele unterschiedliche Sprachen dort gesprochen werden. Selbst da ist nicht alles eins. Das heißt, an sich wollen wir alle eins, wir schaffen aber Grenzen. Und genauso sagt man sich dann in Beziehungen, ja, aber du musst Grenzen setzen, deine Boundaries. Du musst schauen, hey, was ist mir wichtig, sodass ich mich wohlfühle. Und das ist wieder ganz groß, dieses Ich. Dabei kann ja bei dem Ego die Liebe existieren. Ego kann keine Liebe sein. Liebe kann kein Ego sein. Das heißt, an sich ist es doch wieder dies. Und es ist dieses Gegenspiel. Aber dabei, die Welt ist ja nicht bipolar. Ja, weil das ist ja nur unsere Wahrnehmung. Das heißt, immer wenn ich jetzt gerade Ebbe empfinde, ist ja auch gleichzeitig Flut irgendwo. Und das findet ja genau gleichzeitig statt. Das heißt, an sich ist es ja nur meine Wahrnehmung von den Dingen. Das heißt, es gibt keine Realität, es gibt nur die Wirklichkeit. Das heißt, das, was auf mich wirkt. Das heißt, es ist in sich ein Spiel, diese fünf Wachstum, also ist es doch wieder das Wachstum. Und jetzt stelle ich mir die Frage, warum wollen wir das eigentlich mal herausfinden? Warum wollen wir eigentlich immer antworten? Was macht uns Menschen? Was ist das in uns? Was glaubst du, was uns dahin begleitet, dass wir uns entwickeln wollen? Warum können wir nicht einfach sein? Weil wir werden doch geboren als einfach sein. Warum gehen wir überhaupt auf diesen Weg, dass wir dann anfangen, etwas draufzupacken und dann wieder zu entpacken? Ja, ich habe da eine relativ klare Antwort dazu. Es kommt immer auf die Ebene an, von der du da drauf schaust. Wir sind ja, sage ich jetzt mal, spirituelle Wesen auch, haben aber einen materiellen Körper. So, und es gibt in diesem Welt, in dieser materiellen Welt, in dieser sehr wohl polaren Welt hier, das ist eine polare Welt, gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Aber in einer geistigen Welt gelten andere Gesetzmäßigkeiten nochmal. Das heißt, es gibt nicht einfach die Gesetzmäßigkeiten. So, und das, was du sagst, es gibt keine Realität, es gibt nur die Wirklichkeit. Ja, das stimmt. Auf der spirituellen Ebene gibt es nur die Wirklichkeit. Auf der physischen Ebene gibt es sehr wohl die Realität. Denn ich habe hier eine Realität, und du hast auch eine Realität. Und diese Sehnsucht, von der du sprichst, ist, glaube ich, die Sehnsucht unserer Seele, dass wir eigentlich gerne nach Hause möchten, also in diese Verbindung, in dieses All-Eins-Seins, ja, also übrigens das Alleine-Sein, der Wunsch nach dem Alleine-Sein kommt übrigens auch genau daher, das steckt ja in dem Wort schon drin, dieses All-Eins-Seins. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diese Aufgabe hier akzeptieren. Wir haben uns irgendwann mal dazu entschieden, für dieses Leben in diesem physischen Körper, in dieser materiellen Welt, mit dem Polaritätsprinzip, mit der Realität, mit den Grenzen. Weil die gibt es hier eben schon. Ich glaube, dass es schwierig wird, wenn wir versuchen, die Gesetzmäßigkeiten der spirituellen Welt eins zu eins zu übertragen auf die materielle Welt. Es sind zwei unterschiedliche Dimensionen. Und es geht eher darum, glaube ich, hier, also ich habe manchmal den Eindruck, manche Menschen leben hier ihr materielles Leben, so dass sie es am liebsten transformieren wollen in eben alles, was nicht mehr materiell ist. Ja? Aber es gibt einen Grund, warum du hier bist. Und es ist deine Aufgabe hier in diesem Rahmen, dann eben auch ja, das zu tun und das zu bewirken. Das heißt, anderen Menschen dabei zu helfen, aufzuwachen. Ich glaube, das ist vielleicht auch unsere Aufgabe. Könnte ich mir zumindest vorstellen, weil das ist ja eigentlich das, was wir tun. Und selbst auch noch immer mehr aufzuwachen und wach zu bleiben vor allem. Und Vielen Dank.
Dafür gelten hier bestimmte Spielregeln. Wenn ich mich dafür entscheide, Fußball zu spielen, jetzt mache ich es mal ganz banal, dann habe ich mich an die Regeln zu halten, die halt im Fußball gelten. Es sind andere Regeln als im Eishockey. So, also das heißt, ich wähle ein Spiel und dieses Spiel hat einen gewissen Rahmen. Doch den hat es, ja. Und ich habe aber dieses Spiel gewählt, sonst wären wir ja nicht da. So, und ich glaube, das gilt es einfach auch nur zu akzeptieren und anzunehmen. Und es hat ja auch seine Grenzen. Ein schönes Beispiel ist dieses Thema mit dem Urteilen immer. Jeder sagt immer, ja, man sollte nicht urteilen. Ja, wir sollten das Urteilen aufhören und das Bewerten. Sorry, das ist in einer materiellen Welt vollkommen unmöglich, denn alles ist Urteil. Wenn du nicht urteilst und bewertest, dann kannst du nicht mal aufstehen in der Früh. Dann alleine schon die Entscheidung, bleibe ich liegen oder stehe ich auf, ist ein Urteil. Die Entscheidung, ziehe ich heute was Hübsches, Schwarzes an oder was Weißes oder gar nichts, ist ein Urteil. Wir müssen in einer polaren Welt urteilen, weil wir sonst nicht leben können. Genauso wie auch unser Verstand und unser Ego. Natürlich ist es begrenzt. Und es, ja, es hat Grenzen. Und es kann auch falsch liegen. Es ist auch fehlerhaft. Ganz klar. Aber es ist ein Werkzeug, das wir brauchen. Es ist ein fantastisches Werkzeug, um dieses Leben und diese Welt hier einfach gut meistern zu können, um unseren eigentlichen Auftrag ausführen zu können. Genauso wie für den Fußballer die Schuhe wichtig sind. Und er hat zwei Schuhe. Die Schuhe sind nicht lebenswichtig, aber er braucht sie, um Fußball spielen zu können. Es ist ein Mittel, um dieses Spiel hier spielen zu können. Und deswegen sollten wir auch nicht unser Ego loslassen oder das Urteilen aufhören, sondern wir sollten uns bewusst machen, dass der Verstand das tut, sollten uns damit nicht identifizieren. Und ich glaube, so kann man plötzlich sagen, ah, okay, das ist ein Teil des Spiels und das kann ich annehmen und kann es akzeptieren und kann dann lernen, damit anders umzugehen und kann feststellen, Wirklichkeit findet auf mehreren Ebenen statt. Nicht nur auf einer Ebene, wo diese Gesetze gelten und die anderen halt nicht mehr. Polarität und Bipolarität und so weiter und so fort ist sehr wohl ein Teil der Wirklichkeit, aber es ist nicht die Wirklichkeit. Es ist ein kleiner Teil auf einer anderen Ebene. Das ist meine Wahrheit dazu, mit der ich mittlerweile ganz gut klarkomme. Kann ich sehr mich reinfühlen, absolut. Also fühle ich dich total. Und was glaubst du denn in Verbindung jetzt mit allem, was passiert, auch mit den Impfungen, die jetzt kommen, wenn es eine Pflichtimpfung geben wird, mit, sage ich mal, einem Impfpass, den wir benötigen, dahingehend, um überhaupt wieder diese Grenzen zu überschreiten, um wieder woanders hingehen zu können? Würdest du dich dem Ganzen dann fügen und sagen, okay, es ist halt so, dann bekomme ich etwas in meinen Körper, wo ich vielleicht nicht unbedingt überzeugt davon bin, oder muss ich davon überzeugt sein, damit ich das überhaupt in mich aufnehmen kann? Das heißt, wie gehen wir damit um? Das sind Fragen, mit denen ich mich tatsächlich nicht beschäftige, solange sie nicht da sind. Ich persönlich glaube aus meinem Verstand heraus nicht an sowas, ehrlich gesagt, dass das großartig kommen wird. Ich möchte es nicht ausschließen, es ist theoretisch möglich. Ich möchte es auch nicht ausschließen, dass es in Teilbereichen kommen könnte. Ich glaube persönlich aus verschiedenen, auch rationalen Gründen nicht, dass das flächendeckend kommen wird. Aber sogar wenn es so wäre, würde ich in dem Moment, wenn es da ist, entscheiden, was ich damit mache. Aber im Endeffekt ist das eine Form von Sorgen machen, weil ich glaube, das ist eine Realität, eine Möglichkeit für Realität, die eigentlich keiner haben will so richtig. Also jedenfalls wahrscheinlich keiner, der hier zuhört und zusieht. Ich auch nicht, ganz klar. Und Sorgen machen ist, wie was, für was zu beten, was man nicht haben will. Und ich habe mich dazu entschieden, wenn ich schon bete, in Anführungszeichen, ja, weniger im religiösen Sinne, nur für die Dinge, die ich haben will und die ich sein will und nicht für solche Dinge. In dem Moment, wenn die Dinge da sind, ja, in der Pilotenwelt sagt man erstmal ranfliegen ans Gewitter, ja, nicht schon großräumig zu weit weg, erstmal ranfliegen, dann mal schauen, ob es wirklich so ein Gewitter gibt. In dem Moment kann ich immer noch eine Entscheidung treffen. Ja? Und dann kann ich einfach fühlen, was ist jetzt stimmig. Ja? Ich kann mit meinem Bewusstsein dann dahin schauen und einfach wahrnehmen, okay, was stimmt jetzt für mich. Aber das ist so weit weg, dieses Thema aus meiner Sicht, weil es ja nicht da ist. Es ist ja nicht Realität momentan, dass ich mir darüber jetzt gar keine Gedanken machen möchte und auch nicht muss, weil momentan gibt es echt andere Dinge, die unser Bewusstsein und unsere Aufmerksamkeit brauchen.
Und was braucht gerade wirklich unser Bewusstsein und unsere Aufmerksamkeit? Und ich glaube, darüber hast du wahrscheinlich auch im Buch geschrieben, wo du gesagt hast, Ja. hey, das sind jetzt echt wichtige Dinge, Leute. Ja. Hört mal hier nochmal hin. Ja. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir uns um die kümmern, die gerade am Aufwachen sind. Ich weiß nicht, ob das bei dir, ich war im Kindergarten damals und war dann in so einer, manchmal über mittags, ne, und dann gab es da diese großen Schlafräume, da waren da so ein Saal, und dann haben da alle Kinder sind da hingegangen und haben dann mittags geschlafen und so weiter. Und irgendwie, bildlich kommt man das im Leben auch so vor, wie wenn wir alle in so einem riesengroßen Schlafsaal sind und manche schlafen noch tief und fest und manche sind schon wach. Und machen gerade so die Augen auf und schauen, wo sie da gerade sind. Und man kann auch nicht so viel sehen, weil es ja so dunkel ist. Und manche sind auch schon wach und laufen rum. Und ich stelle fest, dass einige, die schon aufgewacht sind, die also erkennen, oh, da gibt es eine Wahrheit hinter dem, was wir glauben, was die Wahrheit ist. Es gibt eine Wahrheit, die auch hinter den Informationen steht, die uns vielleicht auch mal in der Schule oder sonst irgendwo erzählt worden sind. Es gibt was Tieferes, es gibt noch was anderes. So, das sind diejenigen, die aber auch manchmal dann im Raum rumlaufen und versuchen, die Leute zu schütteln und zu sagen, jetzt wach auf, jetzt wach auf. Und naja, dann wundern wir uns, wenn die Leute nicht happy sind. Aber jetzt überleg mal, wenn du jemanden aufwächst, der einfach gerade noch tief schläft, wie reagiert der? Ja, der ist erstmal nicht happy, der lächelt auch nicht, wenn der aufwacht. Der ist erstmal total durcheinander, dem geht es nicht gut, der wird auch aggressiv, der schimpft dich auch, warum lässt du mich jetzt nicht schlafen? Ich lass mich in Ruhe, ich will jetzt schlafen. Also das ist so brutal teilweise, wie wir versuchen, auch die Leute aufzuwecken, und es ist nicht notwendig. Wir dürfen uns mehr um die kümmern, die schon ein bisschen wach sind, die manchmal vielleicht wieder ein bisschen so wegknicken, aber die einfach schon, sage ich mal, so in der Aufwachphase sind oder schon aufgewacht sind, aber noch im Bett liegen. Und das sind einige. Es wachen mehr Leute auf, und um die dürfen wir uns kümmern und dürfen gemeinsam mehr Lautstärke kriegen, weil dort auch wachen auch andere auf. Das heißt, wir dürfen nicht, aus meiner Sicht sollten wir nicht versuchen, so viele Menschen so brutal aufzuwecken. Und das ist auch ein Grundgedanke, den ich in diesem Buch, Die mentale Revolution, vorne anstelle. Das ist so ein Grundprinzip, revolutionär denken, aber evolutionär umsetzen. Also das heißt, es geht darum, Menschen jetzt erstmal mitzunehmen in dieser Welt. Ich glaube, das ist unser Auftrag praktisch, ja? Menschen mitzunehmen. Und ja, revolutionäre Gedanken, also eine Vorstellung von einer besseren Welt, von einer anderen Welt, von einem anderen Leben, von diesem New Normal oder wie auch immer man das definieren will, das ist super, das ist gut, und da gibt es viele tolle Gedanken, Visionen in allen möglichen Bereichen. Ich meine, der Arbeitsmarkt wird sich komplett revolutionieren, den werden wir in 30 Jahren nicht wiedererkennen. Dann werden wir sagen, mein Gott, weiß noch damals, was wir da gemacht haben. In vielen Bereichen wird das so sein. Es gibt da viele tolle revolutionäre Ideen und Visionen. Ja, aber jetzt nehme ich mal ein Beispiel. Zum Beispiel nehmen wir mal das Thema Klimaschutz, Umweltschutz, Tierschutz und so weiter. Da gibt es viele tolle Ideen und Gedanken, aber wie nehmen wir die Menschen dorthin mit? Und da ist es aus meiner Sicht, sorry, zu wenig, die ganze Zeit irgendwelche Fotos zu posten von irgendwelchen gehäuteten Datteln, die aufgehängt werden, oder von irgendwelchen Dingen zu reden, wie Hamburg und New York werden überflutet und so weiter. Man muss die Dinge auch ansprechen, wie sie sind. Das ist alles klar. Ja? Man braucht die Realität, wie sie sich darstellt, nicht schönreden. Aber ich glaube, dass es kein guter Weg ist, und dass wir schon viel mehr Bewegung in dem Ganzen drin hätten, wenn wir mit besseren, schöneren, einladenderen Bildern und Emotionen arbeiten würden und nicht nur immer mit Angst und mit diesen negativen Horrorszenarien, weil Menschen dann nicht aufwachen wollen, weil Menschen dann davonlaufen einfach und sich dann eben auch an rechte oder extreme Gruppierungen dann eben anschließen, um festzuhalten, weil sie das eben auch nicht wollen, weil wir haben schon genügend Angst in der Welt, und solche Szenarien bringen nur noch mehr Angst. Auch wenn die Absicht eine gute ist, es ist trotzdem Angst, die ich erzeuge. Und es geht darum, diese revolutionären, guten, wichtigen Gedanken in einen evolutionären Prozess zu bringen. Das heißt, menschengerecht die Leute Evolution, also Schritt für Schritt an die Hand zu nehmen und hinzuführen in diese Welt, weil viele haben zwar tolle Ideen im Kopf, aber der Weg dorthin ist sehr, sehr unklar. Und ich hätte gerne mehr Bewusstsein auf dem Weg, Menschen in einen Prozess zu bringen und nicht nur von irgendwelchen Visionen zu philosophieren. Sehr, sehr aktuell. Sehr aktuell. Also genau da halt auch.
einander die Hand einfach zu geben und zu sagen, hey, du musst nicht alleine und wir sind hier und wir können da gemeinsam in diese Richtung gehen. Aber trotzdem geht jeder ja auch für sich alleine und Genau, das ist genau. wieder Und ich glaube, Verbundenheit. da können wir eben auch jetzt wieder unseren Verstand, ja, deswegen ist ja auch die mentale Revolution erstmal nicht die spirituelle Revolution, weil das Mentale, der Kopf, der Geist, der eben unser tägliches Werkzeug ist, mit dem wir ja arbeiten, mit dem du Fragen stellst, aus denen ich in Teilen zumindest auch antworte, mit dem wir unser Leben bestreiten. Und in diesem Denken, ja, in dieser Mentalität, gibt es so ein paar Grundwerte, ein paar Grundmuster, die halt in der Vergangenheit erschaffen wurden, die auch ihre Berechtigung haben und hatten, die wir aber jetzt updaten dürfen oder besser upgraden dürfen an der Stelle. Und das habe ich eben in dem Buch beschrieben. Bei mir geht es, ich bin ein prozessorientierter Mensch. Ja. Ich versuche eben genau das, Menschen in einen Prozess zu bringen. Ich will ihnen nicht erzählen, wie das Leben aussehen muss, sondern ich möchte sie in einen Prozess bringen, in Bewegung bringen. Die meisten Leute sind auf dieser Bewahrungsebene. Sie versuchen festzuhalten an dem, was sie kennen, was sie lieben, was sie wollen. Also Sicherheitsdenken, Vollkasko-Mentalität. Wir wollen uns gegen alles absichern und so weiter und so fort. Und da habe ich in dem Buch eben sechs ganz konkrete Schritte eben beschrieben, oder nicht Schritte, es sind keine Schritte, sondern sind Werte, sind Bausteine, die eben dazu dienen, dass wir dieses Denken verändern können, dass wir mental schon mal in einen Prozess kommen, umzudenken, weil das auch was mit unseren Gefühlen macht. Na, und dann ist das die alte Kette. Wenn du anders denkst, kannst du auch anders fühlen. Wenn du anders fühlst, hast du eine andere Energie, kannst du andere Dinge tun. Also diese innere Haltung, die sich ändert, wird zu auch einem anderen Verhalten, und dieses andere Verhalten produziert andere Verhältnisse. Und zwar erstmal individuell, das heißt, du veränderst damit auch dein individuelles Schicksal, aber du veränderst damit auch sehr wohl das kollektive Schicksal, weil Menschen dir folgen, weil Menschen zuschauen, wie du das tust, und du hast einen Einfluss auf die Welt. Ja? Und das erzeugt eine kollektive Bewegung. Und das ist auch aus meiner Sicht die hoffnungsvollste Botschaft für die Zukunft, weil es wird sehr wild die nächsten Jahre, was in der Welt passiert, auch in den sogenannten sicheren Regionen wie im deutschsprachigen Raum. Da werden Dinge passieren, die haben wir so noch nicht erlebt, glaube ich. Aber kollektives Schicksal ist nicht individuelles Schicksal. Das heißt, bloß weil es im Kollektiven in einem bestimmten Bereich auch mal turbulent und vielleicht auch sehr unangenehm werden kann, heißt es nicht, dass du persönlich genau das gleiche Schicksal erlebst. Du verursachst dein Schicksal selbst. Und die Welt, wie wir sie momentan haben, mit all ihren Problemen, ist ein Spiegel unseres kollektiven Bewusstseins. So, und wir müssen hier auch nicht die Welt retten. Deswegen ist dieser ganze, das Thema Naturschutz ist eigentlich der völlig falsche Begriff. Wir müssen die Natur nicht schützen. Du siehst ja, wenn du mal ein paar Monate keine Flieger fliegen und keine Schiffe rumsausen, dann kommen die Delfine zurück und was weiß ich, ich war auf Teneriffa jetzt ein paar Wochen und Monate, na, dann kommen die Korallen wieder. Na, also das ganze Leben, die Natur kommt wieder zurück, das holt sich das alles. Peter Wohlleben sagt das auch immer so schön, wir müssen die Bäume nicht retten. Die Bäume, die der Natur, das kommt alles zurück, und so 2.000, 3.000 Jahre dauert sowas schon mal, aber das ist für die Natur ein Wimpernschlag, bloß für uns ist das in unserer Zeitrechnung lange. Also wir müssen diesen Planeten und die Natur nicht davor schützen, auszusterben. Da stirbt nichts aus. Ja, einzelne Tierarten können aussterben, ganz klar, aber die Natur an sich stirbt nicht aus. Wir müssen uns retten. Ja, es ist unsere Spezies, die hier gerade drauf geht, und das sieht keiner. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da dieses Denken eben benutzen dazu, um für uns selbst individuell mit unserem eigenen Schicksal erstmal was Gutes zu tun und somit eben dann auch für uns als Menschheit, also fürs Kollektiv. Darf ich dir noch zwei Fragen stellen, die mir jetzt gerade so gekommen sind, so wirklich abschließend, um einfach nochmal so zu fühlen und zu hören, ganz persönlich, was du für ein Gefühl hast, wo geht es denn jetzt hin, sage ich mal, in den nächsten Monaten und vielleicht auch in diesem Jahr? Weil du ja meintest, okay, da kommt jetzt echt viel auf uns zu und viel Veränderung. Und wenn ich das Wort Veränderung höre, ist es, also in mir mittlerweile ist es so, ja, geil, Veränderung. Aber für viele von uns ist es so, nee, Veränderung will ich erstmal nicht. Dabei nehmen viele Trainer oder Coaches oder Practitioner quasi den Button auf ihre Seite, wo sie schreiben, wenn du jetzt dich verändern möchtest, also wenn du diese Veränderung möchtest, dann klicke hier. Wer klickt auf diesen Button? Weil die Veränderung wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier bleiben. Wir wollen nur das Gefühl empfinden nach dieser Veränderung, das wir dann bekommen. Das heißt, was bedeutet für dich die Veränderung, die jetzt quasi kommt?
Einerseits in einem positiven Sinne, andererseits in einem negativen Sinne und vielleicht ein paar Bilder, die du schon siehst, was passiert. Also zunächst mal glaube ich, dass auch der Fokus viel zu viel auf Veränderung gelenkt wird, weil Veränderung ist keine Ursache, Veränderung ist eine Wirkung. Das heißt, Veränderung ist ja was, was ich beobachten kann nach außen, also sozusagen eine Konsequenz, wenn man so will. Mich interessieren ja immer Ursachen, also was führt denn zu Veränderung? So, und ich glaube, dass wir einen, das sehen wir schon, dass wir einen kollektiven Bewusstseinssprung gerade sehen. Das heißt, Corona hat einen, also noch neben sehr vielen Nachteilen, die es dadurch natürlich gibt, hat einen sehr, sehr großen Vorteil. Es ist sage ich mal, wie so ein extremer Rückenwind, ja, wie so ein Nachbrenner, der jetzt rangeht. Also das heißt, es beschleunigt alle Prozesse. Und das ist ja auch ganz interessant, dass auch die Zeitdimensionen mittlerweile sich irgendwo verändern. Weil auf der einen Seite, das merkst du vielleicht auch, auf der einen Seite haben wir so das Gefühl, meine Güte, wie lange dauert das denn noch? Ja, das zieht sich, ja. Und wann läuft denn das jetzt mal wieder und so weiter? Ne? Also es ist auf der einen Seite wahnsinnig wie Kaugummi langsam. Auf der anderen Seite, also 2020 war so schnell vorbei, gefühlt für mich wie noch kein Jahr. Es geht so super schnell. Also es ist irgendwie so total im Gegensatz zueinander. Und das hat damit zu tun, dass wir hier eben keinen linearen Prozess der Bewusstseinsentwicklung mehr haben, also keine Bewusstseinsschritte und Evolutionsschritte, sondern dass wir hier jetzt wirklich gerade einen Sprung machen, wo bestimmte Dinge auch dann erstmal gefühlt durcheinander kommen. Es hat alles seine Ordnung in diesem Universum, aber für uns in unserem linearen Denken ist es gerade nicht in Ordnung. So, und dieses Ruckeln, das wir spüren, führt dazu, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren ganz viele Dinge sehen werden, die auf dieser Zerstörungsebene zu tun haben. Es gibt ja drei Ebenen, es sind nicht nur drei Denkebenen, aber auch Denkebenen. Es ist die Entwicklungsebene, die Bewahrungsebene, die Zerstörungsebene. Und ja, wir wollen und kommen jetzt auf eine ganz neue Entwicklungsebene. Das passiert ja schon. Aber damit sich neue Dinge entwickeln können, dürfen alte Dinge erstmal sich auflösen. Das heißt, wir rutschen aus diesem Bewahren, aus diesem alten Normal, aus diesem standardisierten Leben an vielen Stellen, rutschen wir jetzt gerade raus. Wir werden vom Leben ehrlich gesagt geschubst. Wir sind weder als Menschheit, oftmals auch nicht im Einzelnen, freiwillig diesen Schritt gegangen. So, jetzt schubst dich das Leben. Evolution kannst du nicht aufhalten. Es passiert einfach. Entweder freiwillig durch die Erkenntnis oder gezwungenermaßen dann eben durch die Erfahrung. So, jetzt haben wir die Erfahrung gewählt und jetzt kommen eben so ein paar Dinge von außen, die uns zwingen zur Veränderung. Und das heißt, wir müssen erstmal an manchen Stellen durch die Zerstörung. Das heißt, wir werden sehr viel Auflösung erleben. Du merkst das jetzt schon, dass ganz viele Dinge, die du früher im Geheimen halten konntest, an die Oberfläche ploppen. Missbrauchsskandale, politische Skandale, Korruption und so weiter. Diese ganzen Klüngeleien in der Politik, in der Wirtschaft, aber auch im Privaten, diese ganzen Lügereien, ploppt alles nach und nach auf. Wir werden zu einer neuen Wahrheit kommen auch. Es wird Wahrheitstechnologien geben. Twitter und Co. versucht es ja schon vorzumachen, wobei ich das äußerst fragwürdig finde, wenn heutzutage, und ich bin persönlich im Ego ein Fan davon, wenn Donald Trump erstmal stillgelegt wurde, weil einfach seine Aussagen vielleicht nicht immer der Wahrheit entsprochen haben. Aber wenn jetzt natürlich ein Portal wie Twitter, Facebook oder wie sie alle heißen, dann im Endeffekt auch die Meinungspolizei spielen kann, was es war, was es nicht, dann müssen wir uns nochmal eine andere Frage stellen. Aber du merkst trotzdem, dass Dinge in Bewegung kommen, Wahrheit zu finden. Und gerade auch durchs Internet, wo Wahrheit besser geprüft werden kann an vielen Stellen, wird da ganz, ganz viel passieren, dass sich Unwahrheiten auflösen werden, dass Illusionen aufgelöst werden. Und das wird mit viel Streit, mit viel Diskussion, mit viel Reiberei einhergehen. Es werden Berufsgruppen, Branchen dadurch sich auch auflösen. Es wird Berufsgruppen geben, die man nicht mehr braucht. Es wird eine Art von Denken und Verhalten geben, die man nicht mehr braucht. Es wird unzählige Unternehmenspleiten und Insolvenzen geben. Aber es wird eben genauso auch Neues entstehen. Wichtig ist nur, dass wir in dieser Übergangsphase von der Bewahrung in die Zerstörungs-, in die Entwicklungsphase, dass wir in dieser Zeit die Menschen nicht verlieren. Dass wir das hier auch gesellschaftlich, auch politisch übrigens, und so weiter, dass wir es miteinander auf dieser materiellen Ebene hier auch gut lösen. Und das sind wir alle dazu aufgerufen. Weil das können wir nicht delegieren an Mutti oder an die Politiker oder an die da oben. Das ist unser Auftrag, unser gemeinsamer Auftrag. Das würde ich so sehen.
Und wie schaffen wir das, uns da zu verbinden, noch näher zusammenzukommen? Das heißt, wo finde ich, wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Podcast oder das Video hier sehe, wie finde ich die Menschen, die auch in diese Richtung gehen? Wie kann ich mich am besten vielleicht auch an dich wenden, wenn ich vielleicht noch ein paar Fragen habe? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns jetzt gerade denken an den Punkt, oh wow, dieses Interview ist so inspirierend und vielleicht möchte ich genau jetzt irgendwie mehr erfahren oder vielleicht in eine bestimmte Richtung mal reinschnuppern, die ich noch nicht unbedingt betreten habe. Oder das hat in mir was ausgelöst, was die ganze Zeit geschlummert hat. Was mache ich? Wie kann ich mit dir in Kontakt kommen? Hast du da eine Möglichkeit oder ist das eher schon gar nicht mehr möglich? Doch, 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 ganz im Gegenteil. Wir sind 2020 näher an die Leute rangegangen. Also vielleicht zuerst mal, wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir die Systeme und Muster in dieser Welt verändern ein Stück weit. Ne? Wenn wir Systeme verändern wollen, müssen wir uns selber verändern. Das heißt, ich möchte auch hier nochmal dafür werben, nicht zu viel und nicht zu schnell über das nachzudenken, wie können wir jetzt die anderen besser aufwachen, wie können wir jetzt die anderen besser mitnehmen, wie können wir jetzt wie können wir es schaffen, dass die anderen da jetzt mal umdenken, wie können jetzt das Bildungssystem und so. Ja, du, es geht uns allen gleich, ich rede genauso von mir. Es ist auch unsere Aufgabe, gerade von uns. Ja, wir bewegen viele Menschen, es ist genauso unser Prozess eben auch. Und wenn du selbst nicht stimmst, wirst du kein neues System erschaffen, das stimmt. Das Und meinte ich. Hier fängt's an. ja, weißt du, wir werfen den Putins und Erdogans und Trumps und wie sie alle heißen immer vor, dass sie Unfrieden in die Welt bringen und so weiter und so fort. Wir haben doch selber Krieg in unserer Beziehung. Ja? Wir haben doch selber Streit mit Menschen. Wir sind doch selber mit uns nicht ganz klar. So, und solange das so ist, sind wir überhaupt nicht in der Lage, wirklich ein vernünftiges, neues, besseres System in die Welt zu bringen. Deswegen gibt es ja noch keine besseren Alternativen, die schon leben, die schon da sind. Also in den Köpfen gibt es natürlich schon viele bessere Vorstellungen von manchen, aber deswegen haben ja viele derjenigen, die auch für Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz, irgendwas Schutz, sich engagieren und aktiv sind, eben noch nichts wirklich Besseres in der Welt erzeugen können, weil sie selbst noch mit zu viel Aggression und Urteil und Zeugs vielleicht selbst behaftet sind und somit noch ein bisschen dieser letzte Energieschwung fehlt, um das dann eben auch ins Materielle zu bringen, wirklich das nachhaltig dann zu einer großen Bewegung da draußen zu machen. Die Idee wäre schon bereit, oder die Welt wäre, glaube ich, auch schon bereit für neue Dinge, aber die Menschen sind noch nicht bereit. Das heißt, wir dürfen uns erstmal noch mal ein bisschen um uns selber kümmern. Das wäre meine Empfehlung, uns selbst in den Prozess gehen. Und dann kommt auch alles andere um uns herum, was ja alles nur Spiegel und Botschaft ist, kommt dann eben auch, findet dann entsprechend seine Form um uns herum. Und wir haben es in 2020 so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt auch nicht zwanghaft dauernd irgendwelche Events oder Digital-Events zu machen. Wir machen jetzt tatsächlich ein Digital-Event, aber im April 21 jetzt. Und da machen wir ein wirklich großes Digital-Event. Das ist aber das erste wirkliche große Event seit 1,5 Jahren jetzt. Und wir haben in der Zwischenzeit uns jetzt nur beschäftigt, damit Menschen eine Begleitung anzubieten. Das heißt, Menschen in einen Prozess zu bringen. Also wofür ich werben kann und möchte, ist, also neben dem Buch natürlich, um vielleicht, wer da Lust hat, nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen in so ein paar Dinge. Es gibt diesen Steffen Kirchner Live Club mittlerweile. Das ist ein kleiner, feiner Club, wir haben da jetzt irgendwie 150 Leute momentan drin, das wächst jetzt aber auch gerade ganz gut, wo wir Menschen eben begleiten, wo wir also jeden Tag miteinander in Kontakt sind. Meine Coaches natürlich auch viel, ich habe jetzt 10 Coaches um mich herum, die die Community begleiten, da gibt es Input, aber da gibt es vor allem eben Community, denn das ist die Aufgabe. Es geht nicht darum, jetzt immer noch mehr Wissen zu geben, wir wissen genug, sondern Menschen in den Prozess zu bringen, mit kleinen täglichen Aufgaben, Reflexionen, Austausch, und gegenseitiger Unterstützung. Und ich sage es dir ehrlich, das gibt es jetzt seit Mai letzten Jahres. Das ist der Wahnsinn, wie diese Menschen sich da entwickeln. Und das ist so schön. Und wenn das dann jetzt mal wieder mit einzelnen Events dann auch in Kombination tritt, wird das noch schöner. Weil die Events sind trotzdem wichtig, weil das ist so ein kleiner Booster. Aber am Ende des Tages ist es die Begleitung, die tagtägliche Begleitung. Und das machen wir dort. Also können wir gerne irgendwo vielleicht einen Link irgendwo reingeben dazu.
Und ansonsten für dieses Thema, ich glaube, mit Bewusstsein geht alles los. Schaut gerne in das Buch rein oder beschäftigt euch einfach erstmal mit euch selber und schaut, dass ihr in den Prozess kommt und vergesst alles andere erstmal außenrum. Das fügt sich dann. Damit gehen wir in einen sehr bewussten Tag oder in eine bewusste Nacht und wann auch immer du diesen Podcast oder dieses Video gerade schaust oder hörst oder empfängst, dass wir erstmal bewusst sind. Das heißt, wenn wir wirklich in diesen Zustand gehen möchten, kann ich nur sagen, danke, danke, danke von Herzen für deine Arbeit, Steffen. Das ist so, so wertvoll dafür, dass du bist, wer du bist. Und dass du nicht versuchst, jemand anders zu sein, sondern halt auch selber auf dieser Reise bist und all, ja, Tag für Tag für Tag all diese neuen Entscheidungen aus deinem Bewusstsein triffst. Denn das ist jeden Moment immer eine neue Entscheidung, wirklich Ja zu sagen. Ja zu uns, ja zu dem Leben, ja zu all dem, was da stattfindet und ja zu einer Gemeinschaft und auch zu sagen, hey, wir sind hier alle verbunden und keiner ist besser, höher, weiter, schneller, mehr, sondern this is all we have. Danke, danke von Herzen. Es gibt keine anderen. Gibt nichts mehr zu sagen dazu. Ich danke Ciao, dir. Ich Ciao, ciao. danke Ich dir danke für dir. deine Worte und für die Zeit. Dankeschön.